Ja, hallo und herzlich willkommen zu spessartimger.de. Manchmal kommt es in der Imkerei anders, als man denkt. So habe ich jetzt hier ein paar Kandidaten, die ich eigentlich nur zum Königin aufheben zurechtgemacht habe. Und die Königin habe ich dann behalten. Also das Volk wurde nicht aufgelöst. Ich habe ein bisschen eingefüttert, um ihnen eine Überlebenschance zu geben. Und siehe da, die meisten haben überlebt. Ob das jetzt dem milden Winter geschuldet ist oder nicht, sei dahingestellt. Nur, wir müssen jetzt was tun. Weil wir haben jetzt Januar, jetzt gehen die richtig in Brut. Die Wetterlage ist dementsprechend. Und vor allem brauchen die jetzt Futter. Das heißt, wir müssen jetzt eingreifen. Jetzt im Januar bei solchen Kandidaten. Das waren eigentlich nur Queen Stores, die sich jetzt aber zu, wohlgemerkt im Winter, zu beachtlichen Volkseinheiten entwickelt haben. Und was ich mit diesen Kandidaten jetzt anstelle, zeige ich hier. Ja, wir bauen uns Emergency Packs. Nach der Art von Spessart-Imker, dazu brauchen wir erstmal hier Puderzucker. Das hier ist ausreichend für 10 Packs. Pro Pack brauchen wir 500 Gramm Puderzucker. Dann brauchen wir irgendeinen Honig, der nicht mehr vergessfähig ist. Das hier ist Abschöpfhonig vom Schleudern. Und zwar Blütenhonig. Dann brauchen wir ein Gefäß, ungefähr 1 Liter fassend. Und natürlich 3 Liter Gefrierbeutel. Ja, und vielleicht noch einen Löffel. Kriegen wir den noch? Jawohl, hier ist der Löffel zum Abfüllen. Als erstes entnehmen wir einen Gefrierbeutel, 3 Liter, von der Rolle. Ja, den öffnen wir dann. Es wird schön von der Ecke ein bisschen ruppeln. Jawohl, machst du gut. Und stecken den in das Behältnis. Lassen oben ungefähr 5 cm frei und schlagen das um, dass dieses Stück frei von irgendwelchen Geklebe ist. Genau, ein bisschen, dass der Honig gut reinfließen kann, ein bisschen auseinander machen. Dann öffnen wir unseren Mobok mit den Honigresten, die wir das ganze Jahr über gesammelt haben. Abschaum, Honig, den wir nicht mehr gebrauchen können. Und füllen ungefähr 500 Gramm jetzt roundabout hier in unseren Beutel. Ja, noch ein bisschen. Das könnten schon fast 500 Gramm sein. Das muss nicht so genau sein. Ja, darauf schütten wir dann eine Packung, das heißt 250 Gramm Puderzucker. Der Puderzucker dient jetzt in diesem Fall beim Emergency Pack nicht dazu, einen Futterteig herzustellen, sondern der soll eigentlich nur das Fließen des Honigs verhindern. Weil wir wollen in den Völkern Honig verfüttern. Auf eine ganz einfache Art. Und damit der Honig nicht fließt, vermengen wir den mit ein bisschen Puderzucker. Jetzt kommt wieder 500 Gramm Honig drauf. Das hat den Hintergrund, dass bei einer Teigfütterung die Bienen immer Wasser benötigen.
Wenn man diesen Pack hier, wie wir ihn hier herstellen, auf die Völker geben, dann ist da immer eine Phase, die die Bienen sofort aufnehmen können. Das heißt, ohne irgendwie Wasser zu benötigen. Im Vergleich, jetzt kommt bitte nochmal 250 Gramm Puderzucker hin und da haben wir praktisch ein Verhältnis 1000 Gramm Honig und 500 Gramm Puderzucker. Normal ist es umgedreht, ein Teil Honig, drei Teile Puderzucker wären ein Futterteig. Aber das ist hier bei der Notfütterung nicht erwünscht. So sieht es dann aus, ist dann so geschichtet. Da der Puderzucker oben ist, laufen wir nicht Gefahr, dass oben unsere Tüte irgendwie verklebt und wir können sie, nachdem wir die Luft gut rausgedrückt haben, wunderbar verschließen. Wir können dazu Klammern nehmen, wir können dazu Kabelbinder nehmen, aber ich nehme jetzt hier die ganz normalen Verschlussbänder, Verschlussdrähtchen, die bei den Gefrierbeuten mitgeliefert wurden. Die sind eigentlich ausreichend. Ein bisschen Geschick. Bisschen rumdrehen, einrollen, umknicken, rumdrehen, ist der Beutel dicht. Ja, nachdem wir hier das zu haben, können wir da ein bisschen kneten. Das Kneten dient jetzt nicht dazu, eine homogene Masse irgendwie zu erreichen, sondern nur damit sich der Puderzucker in Kontakt mit dem Honig kommt. Die Masse homogenisiert sich von ganz alleine dann, nach kürzester Zeit. Wenn wir das später im Film dann noch sehen, ich habe da nur ein bisschen rumgeknetet, damit der Puderzucker praktisch mit dem Honig in Berührung kommt. Der Rest erledigt sich von ganz alleine. Das reicht auch jetzt schon, Andreas. Komm. Gut, willst noch ein bisschen? So genau brauchen wir es schon gar nicht zu machen. Also nur ein bisschen kneten, damit der Puderzucker unter dem Honig ist. Der Rest erledigt sich von selber innerhalb von ein, zwei Tagen. Und hier bei so einer langen Mischung. Schon nach ein paar Stunden ist der Honig, ist die Masse hier homogen. Gut, kontrollieren mal. Ich habe alles nur frei Schnauze gemacht, aber wenn man das so macht wie ich, ist das immer ziemlich genau 1,5 Kilogramm. 1 Kilo Honig, 500 Gramm Puderzucker. Da ist ein bisschen wenig, haben ein bisschen weniger Honig genommen, weil der Puderzucker ist immer 500 Gramm, weil es immer zwei Päckchen sind. Hier habe ich ein bisschen mehr Honig genommen. Und man sieht schon die Masse, die ist schon jetzt schon homogen. Das war vielleicht eine Stunde, nachdem ich angefangen habe. Ja, jetzt sind wir am Bienenstand. Und jetzt können wir diese Bienen, das ist jetzt so ein Königinnenableger, war das. Kleines Ding, hat noch genug Honig drin, aber am Bienensitz, wo schon Brut vorhanden ist. Sieht schon ziemlich dünn aus und damit da nichts passiert, auch wenn es nochmal kalt wird, machen wir da einfach diese Notfütterung mit dem Honig. Also ich nenne es jetzt Honig, es ist kein Futterteig, weil da ist wirklich nur der Puderzucker drin. Ja, komm, ein Stich verträgst du. Ist wirklich nur so viel Puderzucker drin, damit die Masse hier nicht fließt. Das war's schon, die Arbeit am Volk. Machen wir das wieder zu. Wind ist immer schlecht. Legt dann Stoppmeißel drauf. Ja, okay, hast so geschafft. Und zu. Das funktioniert auch ohne zusätzliche Zarge. Warum ich das da drauf gemacht habe, keine Ahnung. So, nach wenigen Tagen sieht man schon das Ergebnis, das ist das gleiche Volk. Die Bienen haben sich schon hochgezehrt und das Futter wird auch ohne Ausflug aufgenommen. Wie gesagt, es ist immer eine flüssige Phase da drin, die die Bienen sofort verwerten können. Und das ist das Gute an dieser Art von Fütterung. Ist zwar kein flüssiger Honig mehr, aber
eine Sofortnahrung für die Bienen. Tja. So, das passt. Mm-hmm.